Herzlich willkommen bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kayo und wir sind heute hier beim Pitfest. Das ist ein relativ kleines Festival mit großen Namen und das liegt in der Stadt Emmen in den Niederlanden. Da sind wir jetzt 2 Stunden plus minus ungefähr hingefahren und ich würde sagen, die Impression von dem Tag, die zeige ich euch nach dem Intro. Passion, you know, for the passion of music. Ja, wie im Intro schon erwähnt, wir sind heute hier beim Pitfest. Es ist jetzt Sonntagnachmittag und ich bin jetzt mal gespannt, was uns dort so alles erwartet und ich nehme euch einfach mit. Ja, erstmal fetten Pluspunkt dafür, dass man hier kostenlos parken kann. Direkt in Venue-Nähe. Hier, zack, da hinten ist schon die erste von 3 Bühnen. Ist auch ein geiles Line-Up. Marduk sind heute Headliner, das ist nicht so mein Ding. Ich bin natürlich hier für die Cro-Max. Haben wir schon letztes Jahr fast gesehen. Ich war auf der Show, hab die Jungs von Bunghole supportet und bin dann nach Hause gefahren, dachte mir so, ah, okay, 4-5 Bands plus noch viel zu tun im privaten Bereich. Die kommen wieder, Cro-Max. So, ein Jahr später ist es soweit und heute gönnen wir uns mal die Cro-Max. Gerade eben haben wir Grave alles kurz und klein gehauen. Zu dem Gelände ist es recht klein und übersichtlich. Es gibt 3 Bühnen, 2 im Zelt, eine große Mainstage, die draußen ist. Der Sound ist top und ballert. Ja, dadurch, dass das Ganze recht übersichtlich ist, macht das Ganze doch recht schön familiär. Negative Kritikpunkt beim Thema Merch. Das ist alles so ein bisschen verstreut und auch nicht alle Bands, wie zum Beispiel Cro-Max, haben irgendwas dabei. Das ist natürlich suboptimal, wenn du dann schon mal irgendwie auf Tour bist und hast da nichts zum Verkaufen, sei es drum. Ich habe mir sogenannte Tokens geholt, 5 Stück, 15 Euro. Ja, ist schon eine harte Ansage, aber hin kriege ich dafür 2 Getränke und irgendwas Warmes. Ich lasse mich einfach mal überraschen, laufe jetzt hier so ein bisschen rum und würde sagen, wir sehen uns gleich. Thank you.
Just fight through that motherfucking struggle. I don't give a fuck. World peace can't be done. Okay, zum Token- und Chip-Prinzip hier. Du nimmst eine EC-Karte mit oder Bargeld, kriegst im Gegenzug sogenannte Chips. Diese Chips sind an sich ja nochmal teilbar. Das Blöde ist, es bleibt immer irgendwie was über. Das Gute ist, du kannst dir sogar einen Token nachkaufen, sodass man sagen kann, du kommst am Ende des Tages plus minus null raus. Und wenn du doch noch irgendwas über haben solltest, dann kannst du das hier irgendwelchen Leuten verkaufen. Das ist eigentlich ganz angenehm, aber trotzdem finde ich es mega nervig, weil es gibt noch einen Chip für Getränke. Du gehst mit diesem Chip hin, bezahlst mit einem Token noch, kriegst einen Plastikbecher in die Hand gedrückt und den Plastikbecher musst du abgeben. An sich eine coole Sache, damit die Leute nicht hier den Platz zumüllen. Vielleicht soll das ein oder andere Festival dieses Konzept übernehmen. Die Kacke ist nur, wenn du überall Chips um dich herum hast, ja, dann verlierst du einen, verlegst einen, hast du hier einen Chip, da einen Chip. Also ja, vielleicht kriegt man da irgendwie besser gelöst für die Zukunft. So viel dazu. Take his life, remember.
Hintergrund kann man es hören, Exhorder spielen gerade, oder besser gesagt, zerlegen die Bühne. Ja, ihr habt ja ein paar Impressionen gesehen von der einen oder anderen Band. Ich mache mir jetzt auf den Heimweg, habe das gesehen, was ich gerne sehen wollte. Ja, Marduk danach interessiert mich jetzt so auch nicht. Und Killing Time, oh, bin ich ehrlich, ewig und lang nicht gesehen. Aber bei den Merchpreisen, den die haben, 50 für einen Hoodie, 40 für einen ganz normalen, ja nicht Longsleeve, nennt man das Crewneck. Oh, Freunde, ist ein ganz starker Upturner. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Bands, die kommen ja alle wieder. Hauptsächlich wollte ich Cro-Max sehen. Ja, war ein geiler Nachmittag auf jeden Fall. Ja, da ist mir leider der Akku abgesoffen, aber ich bin jetzt wieder zu Hause, zu dem Festival selber, muss ich sagen. Ich war noch ein paar Stunden da, bin aber positiv im Großen und Ganzen überrascht. Es ist ein kleines Gelände, man hat drei Bühnen, zwei überdachte, eine Hauptbühne. Der Sound war top, jede Band hat echt mega krass performt. Es war recht klein und familiär. Die Leute waren mega nett, haben immer einen geholfen. Fand ich sehr, sehr sympathisch. Es gab überall so ausgelegt so ein paar Strohballen. Da konnte man sich hinsetzen und einfach entspannen und die Sonne bzw. das Wetter genießen. Ganz angenehm finde ich auch den Metal-Markt. Da kann man auch einfach stöbern und sich einfach irgendwas holen, wenn dann die Band nichts dabei haben, aber in der Regel gibt es auch immer diverse Stände, Merch-Stände direkt von den Bands selber. Essen muss ich sagen, die Auswahl auch mega top für Vegetarier und Veganer war auch definitiv was dabei. Ja, negativer Kritikpunkt, ganz klar dieses Token-Prinzip, sei es aber drum. Ich kann euch nur raten, schaut mal vorbei, auch die ganzen anderen Tage, ne, mega geile Bandauswahl, Mix aus Hardcore und Punk, Metal und Extrem-Metal, also war echt für jeden irgendwas dabei. Etwas, wo ich immer sage, jo, das verbinde ich mit dem Wort Festival, halt diese Vielfalt, diese Diversität, sei es drum, das soll es heute hier gewesen sein. Vielen lieben Dank, dass ihr hier eingeschaltet habt. Lasst uns doch sehr, sehr gerne ein Abo da. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.